Stars. Members. Oh. Hui. So. Was steht denn als nächstes an? Den Greifhack müssen wir loswerden und das Teil. Okay. Hm. Oh boy. Ich habe schon gar keine Lust auf den nächsten Zugabteil, weil die ganzen Zombies noch da rumschluppen. Guten Tag. Medien. Ja. Medien nicht um. Okay. Oh, Billy. Ich muss ihn umstellen, dass er nicht angreift. Das frisst nur Munition und die haben wir nicht. Jetzt muss er nämlich sterben. Komm mit. Nee, das ist Blödsinn. Dass der die ganzen Zombies ummäht und am Ende haben wir keine Munition mehr und dann gucken wir blöd in die Röhre. Oh boy, oh boy. Sieht nicht gut aus. So. Ja. Scheiße, jetzt ist Billy alleine in dem Zugabteil. Deswegen werde ich den gleich mal nach oben schicken. Okay. Oben ist er safe. Das passt. Deswegen immer die jeweilige Person an einen sicheren Ort bringen, wo nichts passieren kann. Hier sind nur Eier, ist okay. So. Ich glaube zumindest, dass Billy das nicht mehr nutzen konnte, weil er mehr als 80 Kilo wiegt. So war zumindest mein letzter Stand. Sieht aus, als befindet sich unterhalb des Spaltes ein Passagierabteil. Durch den Spalt springen? Ja. Oh. Guten Tag, der Herr. Aber der muss jetzt auch sterben. Blöd, aber ist leider so. Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Widerstandsfähiger Wichser, du. Er blutet jetzt. Ah, ich hab den Greifhaken noch. Na, das ist blöd. Das Messer brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich. Dann muss ich den Greifhaken kurz ablegen. Brauche ich den eigentlich noch? Das ist gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Mir fällt es nicht ein. Nimm das mit. Ja. So. Mach auf. Tada. Da ist auch schon der zweite Ring. So schnell kann es gehen. So, jetzt haben wir beide Ringe. Aber kein Greifhaken mehr. Naja, blöd. Was ist denn mit dem Messer? Nimm es einfach mal mit. Ablegen kann ich es immer noch. Er ist ja ausgenockt. Oh boy. Wisst ihr noch, wo wir waren? Genau. Weiß nicht, ob die uns töten, aber ich will es nicht herausfordern. Deswegen gehe ich mal hier rein. Ich hab sie nicht mehr. Wunderbar. So. Erstmal wieder umstellen. So. Nee, das wollte ich nicht. Sekündchen. So. Einmal hätte ich gerne, dass ich nachladen tue. Oh shit, die Munition geht zur Neige, aber wie? Aber wie? Billy braucht auch. Ah, nee. Das geht. Nee, die Molotov Cocktails werde ich bis zum Schluss aufheben. Die sind wichtig. So. Sind wieder Teammate. Der Greifhaken kann hier bleiben, das ist okay.
Ist er bei mir? Ich hoffe doch. Ja. Die Schmammschieß hier, die sind mir egal. Ich will hier rein. So. Hä? Lag der Koffer nicht hier? Ach nee, der lag im Gang weiter unten, ne? Stimmt. Ich brauche den Koffer jetzt. Oh Mann, oh Mann. Wo ist der Koffer? Da ist der Koffer. Heb ihn auf. Ja. Ach so, nein. Ja. So ein Dreck. Dann kippt Lilly noch das Messerchen. So. Brauchst du diesen räudigen Koffer? Ja. Ja, nicht, dass Billy von so ein paar Schmammschis auf einmal sterben wird. Ja, öffnen. Guck mal, was da drin ist. Eine Blue Keycard. Guck mal, das Bild da drauf. Nett, ne? Dieser Keycard öffnen sich die elektronische Tür zum Führerwagen. Cool. So, die brauchen wir. Die ist wichtig. So. Jetzt holen wir Billy erstmal die Schrot. Ah! Du dreckiges Ding. Hier, das rote Kraut nehmen wir auch noch mit. Hab ich noch ein grünes? Natürlich nicht. Das hab ich mir nur gedacht. So. Die Schrot lag ja noch hier. Die nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, hat Billy noch Platz? War nicht unser knuspriger Freund? Der brennt? Weiß grad gar nicht mehr. Natürlich können wir das nicht mitnehmen. Warum hat er auch zwei Messer? Ablegen, ja. So. Nimm die. Na, nimm. Die brauchst du. So. Ich bin hier so nach dem Motto: Leben am Limit gerade. Deswegen sind wir Billys Stütze. Jetzt muss ich doch mal kurz überlegen. Ein Fuß hier. Wir sind hier. Das, was leuchtet, da liegt was rum. Und ich glaube, rot sind Waffen, gelb ist zu verwendendes Item oder so. Keine Ahnung. Es heißt speichern. Da wo es rot ist, da müssen wir hin. Das können wir jetzt mit der Keycard machen. Das ist nämlich unser nächstes Anlaufziel. Frag mich nur, wie der kürzeste Weg dahin ist. Ich würde nämlich gerne nochmal speichern gehen. Hier kommen wir durch den Waggon runter. Weiter runterklettern. Ja. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wo ich dann bin. Grob. Ja, genau hier. Wir müssen nach links. Aber ich muss speichern. Weiß nicht, ob es das Klügste wäre, wenn ich Billy nicht da drin lasse. Doch, das ist das Klügste. Die Hunde sind noch hier. So, deswegen bleib mal hier. Du bist jetzt safe. Ich regel das. Ich mach das schon. Du hast nämlich die wertvolle Schrotmunition. Die brauchen wir. Ja. Ach ja. Du Pennergesicht. Weg. Boah, ich töte die gleich, wenn es nicht anders geht, ne? Oh, ey! Hilfe! Das war wieder die falsche Tür, kann das sein? Ich verwechsel die immer. Immer. Ich glaube, es ist die hintere, ne? Ja, natürlich ist die hintere Tür. Ach, ist das geil? Ist das scheiße? Solange sie rumschlurpen, ist es in Ordnung, aber
Wenn Billy noch mit dabei gewesen wäre, die hätten den gefressen. Definitiv. Ja, guck mal, ich bin schon Warnung. Tja, ein rotes Kraut alleine ist halt nicht viel anzufangen. Aber wir gehen jetzt in den vorderen Abteil des Zuges und da wird es nochmal richtig spaßig. Ich weiß gar nicht, ob ich das ganze Zugszenario mit meinem Zustand, den ich habe. Ach ja. Ja, ist okay. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Abteil hier noch schaffen werde in meinem Zustand. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Deswegen bleibt Billy erstmal hier. Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Ach ja, guck mal. Ist jetzt gefährlich, dann weiterzugehen. Ach ja. Okay, wir müssen die töten, das bringt so nichts. Guck mal, was die fressen. Nee, ne? Sind die tot? Ja. Tolle Wurst. Oh, ey. Ja, wir brauchen Billy, weil gleich eine Cutscene kommt. Deswegen. So, wir lassen ihn mal auf inaktiv. Das ist in Ordnung. Müssen ihn trotzdem in den Rücken stärken. Ja. Der Schwierigkeitsgrad hat es echt in sich. Weil wir halt schnell Schaden nehmen. Aber ich finde, das mit dem Zug ist noch machbar. Und es wird noch später ganz andere Ausmaße nehmen. Glaub mir. Da dackeln wir nicht so smooth durch wie jetzt. Da ist halt auch taktisches Manöver gefragt. So. Wenn ich denken können, die Boys stehen nachher wieder auf. Das wird mal richtig lustig. Aber ich habe ja gespeichert, wenn alle Stücke reißen. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Bremse und Bedienungsanleitung. Jetzt kommt nämlich der witzige Teil des Spiels. Beziehungsweise einer der witzigen Teile. Aber dazu kommen wir gleich. Verwendung der Bremsensteuerung. Die Steuerung der Bremsen erfolgt in 3 Schritten. Erster Schritt. Steuerung aktivieren. Die Steuerung befindet sich an folgenden Orten. Fahrerkabine im ersten Waggon. Hinteres Deck. Vom 5. Waggon. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät im Waggon 5 gesteckt werden. So wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Zweiter Schritt. Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für den hinteren Deck, für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Dritter Schritt. Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser 3 Schritte können Sie die Bremsen manuell bedient werden. Deswegen brauchen wir diese Karte. Die Karte hat jetzt Rebecca noch. Und deswegen, ja, hält ihr die auch. Sie haben folgendes. Bremsebedingungsanleitung. Wer bleibt zurück?
Problem ist, Billy hat fast noch kaum Health und wir müssen noch durch ein paar Gänge durch nach hinten, wo die ganzen Zombies rumschlurpen. Könnte sein, dass ich das packe, könnte auch sein, dass ich das nicht schaffe. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich lieber nicht mit Rebecca gehen sollte. Aber er hat die Schrotflinte. Das ist eine Kacksituation. Aber ich werde mit Billy gehen. Das kriegen wir schon irgendwie. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Eigentlich, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Ist egal. Wir sind noch hier, wir können auch tauschen. Dann halt so. Achso, wie viele? Ja, alle. So. Jetzt kommt nämlich der große Spaß. So, er kriegt alles. Braucht nämlich maximale Feuerkraft. Na? Weil... Ah! Entschuldigung. Jetzt bin ich hier. Da. So. Die Sache ist halt, wie ihr es vielleicht euch schon denken könnt, werden wir diesen Zug demnächst verlassen. Deswegen nutze ich meine maximale Feuerkraft, die ich jetzt noch hier habe, damit wir durchkommen. So. Hier liegt noch was. Ach, stimmt, die brauche ich doch. Big. Ah, dann hat keine Montage-Glocke jetzt. Dann ist das so. So. Die zwei werde ich erledigen, bevor die mich töten. Es sei denn, es passt, dass die aufstehen. Ja, das passt. Okay, die muss ich nicht töten. Wo ich aber definitiv durch muss, ist halt durch den kompletten Zug. Und es sind nicht nur die, die da sind. Oh, da ist jemand weg. Dass ich den Greifhaken jetzt nicht habe, ist nicht schlimm. Ich hätte mir den Weg ein bisschen abkürzen können, aber ich krieg das schon hin. So. Die Zeit haben wir. Jetzt brauchen wir nämlich die Schrot, dafür ist sie gut. Edward, why? I think we were friends. Das, das. Vor allem, wie die Musik sich auch schlagartig ändert, ich finde das so geil. Ich liebe diese Szene. Ich habe das am Anfang gar nicht mit der Szene gewusst. Ich bin halt immer einen Umweg über die Dächer gegangen. So, hier durch. Haben wir nicht mehr viel Zeit. So. Wir sind ja keine Runde mehr, von daher alles gut.
Ja, die habe ich. Hiermit bedienen Sie die Bremse. So. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie war das nochmal? 076. Das muss 67 insgesamt ergeben, ja. Ne, nicht ganz. Ja, das ist nicht schwer. Das geht. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. Ja, die Sache ist, jetzt sehe ich es halt nicht. Ah, shit. Okay. Muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Wie viele jetzt haben wir denn? 3, 6, warte mal. 2, 4, 6, 8, 10. So. Dann haben wir 10. Dann haben wir 20. Da hätten wir 30. 2, 4, 6. Vielleicht nicht. Hier, 8, 12, 16, 20, 24, 28, so, 28 haben wir, das heißt, wir haben hier 20, nee, das wird nicht ganz. Ah, ich war schon am richtigen Dampfer, glaube ich. Hier, 8, 12, 16. 24, so. 2. Jetzt haben wir 26. Dann haben wir hier 30. Was? Muss doch passen. Und vorbei. Muss ich es nochmal machen? You're dead. Resident Evil Zero. Aber diesen Abteil erspare ich euch. Schalt dann einfach gleich rein, wenn ich es fertig habe. Ne? Achtung, den Gleisen. Aber wir leben noch. Rebecca? Rebecca! I'm here. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Ja, und die Zombies sind auch wieder am Start. So. Wie sieht's denn aus? So, umschalten.
Ja, Billy gespielt. Deswegen habe ich auch keinerlei Munition mehr. Und ich habe die Schrott noch ausgerüstet, kann das sein? Das ist nicht gut. Weil der hat eh keine Munition mehr. Ein Molotov-Cocktail haben die abgekriegt, die Boys. So. Weg hier. Warte mal. Da liegen noch Items rum. Na, die zwei Messer und der Greifhaken. Egal. Ist hier ein Bäcker dabei, sonst wird die geknuspert. Ja. Die zwei Messer und der Greifhaken, das ist Wurst, die brauchen wir eh nicht mehr, die Items. Der Gestank dieses Abwassers treibt Tränen in die Augen. Es ist so traurig, dieses Abwasser. Es tut mir so leid. Oh, wie das Rumble abgeht. Ich hier durchwarte. Gefahr, Zutritt nur für Befugte. Und kein Zutritt für Unbefugte. Ist auch schmamschig, auch Leiter hochklettern. Ja, natürlich. So, den Zug haben wir angehalten. Wir sind jetzt quasi in einer Train Station. Machen uns erstmal hier auf. The Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention. Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? So, willkommen im Umbrella Forschungszentrum. Es ist nicht das besagte Herrenhaus, das wir in den Arklay Mountains kennen aus Resident Evil 1. Das ist ein bisschen anders. Aber was das hier ist, das werden wir noch früh genug erfahren. Hier liegt nämlich noch schönes Zeug rum. Ach, guck mal an. Ah, das ist die Belohnung für die Zugfahrt, ne? So, Munition. So, ihr habt ja schon gerade gesehen. Einen guten alten Freund haben wir wieder gesehen. Und zwar Wesker. Aber was der hier genau macht, das steht noch in ganz anderen Büchern. So, Rebecca brauchen wir, damit ihr die Kräuter mischt. Haben wir genug Platz? Ja. Gut, dann tun wir das mal. Kombinieren. So. Das gibt Billy. Hier. Und dann ist der gute Mann wieder auf einem guten Level. Zack. Da sind sie auch schon weg. Mit einem Hub sind die im Mund. So, das rote Kraut nimmt Emma mit. Und Rebecca, genau, sie hat die Farbbänder. Sie ist die Farbbandträgerin. So, nimmst du das mal? Na komm. Nein, nimm erst die Farbbänder auf. Gott, jetzt. Besser. So. Lag nicht noch irgendwas rum? Nee, ne? Ich glaube, hier in der Haupthalle ist gar nichts. Hier den Gang.
da kommen wir her. Da geht's, glaube ich, nicht rein. Oben aber. Na gut. Nutze ich doch mal die Gelegenheit, wenn es gerade mal so ruhig ist. Dann speichern wir mal. Ja, der Anfang von Resident Evil Zero, der ist ja schon sehr, sehr geil mit dem Zug und dass das alles sehr düster und bedrohlich ist. Aber jetzt sind wir wieder an einem, ja, man kann schon sagen, Herrenhaus. Und ich lebe hier diesen Albtraum. Aber warum will er Rache an Umbrella nehmen? Was hat Umbrella ihm getan? Und wer ist Dr. Markus? Alles Fragen, auf die wir noch Antworten finden werden, in der nächsten Folge von Resident Evil Zero, dem HD Remaster. Ich verabschiede mich, macht es gut, bis zum nächsten Mal.